Fünf Tage hintereinander war der DAX nur geklettert, fast nur geklettert. Es gab natürlich immer wieder kleine Schwankungen, aber tendenziell ging es nach oben. Grund vor allen Dingen für den starken Anstieg am gestrigen Dienstag waren Spekulationen darauf, dass die britische Notenbank, Bank of England, möglicherweise nochmals geldpolitische Lockerungsaktionen tätigen könnte, den Leitzins also nochmals senken könnte. Dieses Gerücht hielt sich hier auch im Handelssaal der Börse Stuttgart hartnäckig. Allerdings sind natürlich urlaubsbedingt die Umsätze derzeit an den Börsen nicht so hoch. Wollen wir mal abwarten, wenn dann die meisten Börsianer aus ihren Ferien zurückkommen, ob sich dann dieser Anstieg auch noch bestätigen kann. Charttechnisch gesehen sei der Weg jetzt frei, so sagen Experten, bis zur Marke von 11.000 Zählern. Heute erreichte der DAX nochmals ganz kurz ein neues Jahreshoch bei 10.708 Punkten. Jetzt legt er aber eine Verschnaufpause ein, ist wieder unter die Marke von 10.700 Zählern leicht zurückgefallen. Wir schauen uns aber mal ein paar Einzelwerte an. BMW hat nämlich diesen hervorragenden Rekordkurs fortgesetzt. Wir haben im Monat Juli 180.000 PKWs verkauft gesehen. Das ist nochmal eine Steigerung zum Vorjahr um 4%. Die BMW-Aktie liegt allerdings leicht im Minus, jetzt mit 0,3% bei 80,06 €. Stärker erwischt es dagegen heute die E.ON-Aktie, die aktuell um 5,1% im Minus liegt. 5,1% verliert auf 8,95 €. Es ist nämlich im ersten Halbjahr ein Verlust unter dem Strich von 3 Milliarden Euro angefallen. Grund hierfür sind vor allen Dingen Wertberichtigungen und Drohverlustrückstellungen bei der Kraftwerkstochter Uniper, die ja an die Börse gebracht werden sollen. Die belaufen sich allein auf 3,8 Milliarden Euro. Das hat hier natürlich jetzt ein bisschen überrascht. Vielmehr war auch noch eine andere Analystenprognose nicht gehalten worden. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern sei nämlich um 6% auf rund 2 Milliarden Euro gefallen. Analysten hatten im Schnitt mit 1,85 Milliarden Euro gerechnet. Also auch da die Zahlen schlechter als befürchtet. Nach Zahlen sind Bilfinger mit 1,2% im Minus, Brenntag mit 2% im Minus, Lanxess nach einer Prognoseanhebung mit 0,7% im Plus, und die Salzgitter-Aktie verliert jetzt nach Zahlen 6,2% an Wert. Wir kommen zu unserem Marktüberblick. Der Dow Jones Index nach einem furiosen Beginn gestern nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Der Euro legt jetzt leicht zu um 0,3%, der Goldpreis um 0,7% und der DAX liegt bei 10.671 Zählern mit 0,2% im Minus.